Ganz herzlich wollen wir dich auch heute begrüßen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Ja, so schön, dass du zuschaust. Wir wollen dich ermutigen und ich habe gleich ein Thema über den Namen Gottes. Sei gespannt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen über gebet@missionswerk.de im Chat oder unser Telefon ist bis 13 Uhr geschaltet. Der Name Gottes, gibt es nur einen Namen, unser Gott oder Jesus? Es gibt so viele Namen. In der Bibel heißt es, ich bin, der ich bin. Und das heißt nicht nur ein Namen, sondern er ist so vieles. Er ist auch so vieles für dich heute. Und ich habe dir heute zur Ermutigung so viele Namen, die Jesus und den lebendigen Gott verkörpern, mitgebracht. Hör mal zu. Er ist der Allmächtige. Er ist Alpha, Omega. Er ist das Anfang, das Ende. Er ist dein Bräutigam. Er ist der helle Morgenstern. Er ist dein Hirte. Er ist dein Tröster. Er ist das verzehrende Feuer. Er ist der Eckstein. Er ist der Schöpfer. Er ist der Befreier. Er ist die Tür. Er ist ewig. Er ist dein Rechtssprecher. Er ist Gerechtigkeit, er ist Barmherzigkeit, er ist allgegenwärtig, er ist lebendig, er ist der Löwe, er ist das Lamm, er ist Herrlichkeit, er ist der Meister, er ist der Heiler, er ist der Wiederhersteller, er ist dein Freund, er ist das lebendige Wort, er ist dein Vater, er ist Gott, der dich sieht, er ist der Heilige, er ist Immanuel, Fürsprecher. Er ist der Töpfer, er ist der Lehrer, der Auferstandene, der Retter. Er ist der, der dich kennt. Und da gibt es noch viele andere. Sein Name heißt Jesus. Er hat alles für dich getan. Und wir leben kurz vor Karfreitag, wo wir daran gedenken, dass am Kreuz alles für uns getan hat, dass jeder Name für dich gilt. Was brauchst du mehr in dieser Zeit? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles für uns getan hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir das alles in Genuss nehmen können, alles nützen können und dass wir das haben ohne Abstand. Ich danke dir dafür und lass das auch an jedem groß werden. Herr, ich danke dir dafür. Herr, nicht das Negative, das so laut ist, sondern die vielen Namen, Herr, wo nicht nur Name ist, sondern dahinter auch Programm, dahinter auch die ganze Kraft von dir. Danke, Herr, begegne du jedem ganz persönlich. Amen. Amen. In dieser Zeit ist es Menschen auch ganz besonders wichtig, dass ihre Angehörigen Jesus kennenlernen. Und dafür möchten wir heute ganz speziell beten. Und da schreibt uns die Rita aus der Schweiz Folgendes: Bitte betet für meine Cousine und ihren Mann und für ihre Schwägerin, dass sie alle Jesus kennenlernen. Und da möchten wir jetzt für alle beten, die Angehörige haben oder in der Familie oder Freunde oder Kollegen oder was auch immer, die ihnen auf dem Herzen liegen, dass sie Jesus kennenlernen. Gerade jetzt in so einer schwierigen Situation, die wir momentan haben. Jesus, wir danken dir, dass wir alle Familienangehörigen und Freunde und alle, die uns auf dem Herzen liegen, jetzt dir anbefehlen dürfen. Danke, dass du zu ihren Herzen sprichst, auch durch diese besondere Situation, in der wir uns gerade befinden. Und wir danken dir einfach, dass du ihre Herzen berührst, dass du reden kannst zu ihnen in vielfältiger und verschiedener Weise, dass sie dich erkennen, dass sie wirklich merken, dass es einen Gott gibt, einen lebendigen Gott. Und wir danken dir einfach, dass wir wirklich diese Menschen alle vor dich bringen dürfen und dass du der Herr bist, der sie berührt und der zu ihnen redet. Danke, Jesus. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Wir haben weitere Gebetsanliegen. Die Claudia schreibt uns per E-Mail: Danke für eure Botschaft um 12. Unsere Tochter hat nach langer Durststrecke jetzt im Jahr
letztes Jahr im August eine gute Anstellung bekommen. Mit großer Dankbarkeit und Einsatz ist sie durchgestartet, jetzt im Homeoffice. Am Montagabend bekam sie die Kündigung zum 1.7. per Telefon. Für sie ist die Welt zusammengebrochen. Und mein Mann hat am 23.4. nochmals eine OP. Bitte betet. Und auf Facebook schreibt uns Sabrina: Am Freitag habe ich ohne Vorwarnung die Kündigung ausgesprochen bekommen, und zwar mit sehr verletzenden Worten. Leider habe ich sehr emotional reagiert. Mittlerweile konnte ich dem Arbeitgeber vergeben. Jetzt wünsche ich mir einfach, dass er auch für mich betet. Ja, das wollen wir tun. Aber noch ein guter Rat, wenn du eine Kündigung bekommen hast oder noch was anderes Schlechtes, sprich nicht aus, ich hab's doch gleich gewusst, dass ich gekündigt werde, ich finde nie mehr was und so weiter. Sprich solche Worte nicht aus, sondern sprich Worte des Glaubens aus. Herr Jesus, danke, dass du jetzt jeden kennst, der in so einer Kündigungssituation ist. Und das sind viele. Ich danke dir dafür, Herr, dass bei dir Hoffnung ist. Herr, Hoffnung ist für was Neues, für was Besseres und was Lukrativeres. Und ich danke dir, Herr, dass wir eine Lösung, eine göttliche Lösung in diese Situation hineinrufen dürfen. In diese Leere, in diese Ratlosigkeit dieser Menschen. Ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Und du weißt, die Menschen brauchen schnelles Wunder. Ich danke dir dafür und danke, Herr, auch für die OP. Danke, Herr, dass du der Herr bist, auch bei dieser OP, und dass es richtig, richtig gut wird und dass wir Heilung aussprechen dürfen in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Gute Nachrichten wollen wir euch auch nicht vorenthalten von den Gebetserhörungen und Zeugnissen, die eingegangen sind. Da schreibt uns jemand: Ich bin Gott dankbar, dass er mir zum zweiten Mal geholfen hat. Einige Tage, nachdem für mich gebetet worden war, spürte ich, wie mich im Unterleib eine Wärme umgürtete. Es war, als hätte mir jemand ein warmes Handtuch umgelegt. Das passierte zweimal. Ich bekomme jetzt keine Bauchkrämpfe und Durchfall mehr, und der Knoten im Becken fängt an, sich zu lockern. Ich bin beweglicher geworden. Danke für die Gebete. Und auch die Hedi ist vom Durchfall befreit. Sie schreibt: Herzlichen Dank für eure Briefe und für das Gebet. Der Herr hat mir geholfen. Ich habe keinen Durchfall mehr. Jesus sei Dank und auch euch. Da möchte ich jetzt auch für alle beten, die Durchfall haben. Jesus, ich danke dir, dass du diese Menschen berührst, die jetzt gerade unter Durchfall leiden und Bauchkrämpfen. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst und dass du der Herr bist, dass du diese Schmerzen und diesen Durchfall und diese Krämpfe einfach wegnimmst, dass dein Heilungsstrom jetzt in jedem Unterleib da mächtig wirkt. Und wir danken dir dafür, dass wir das jetzt glauben dürfen und dass wir das einfach jetzt nehmen dürfen, in Empfang nehmen dürfen, diese Personen, die davon betroffen sind. Danke, Jesus. Amen. Wenn auch du was Wunderbares erlebt hast, lass es uns wissen. Wir haben eine WhatsApp-Nummer eingerichtet, wo du uns einen Text schicken kannst oder ein kurzes Video. Vielen, vielen Dank. Ja, der Tipp des Tages. Ich möchte das anknüpfen an die Ermutigung. Ich habe dir so viele Namen von Gott gesagt, Namen, was Jesus verkörpert. Schreibe dir sie auf, wenn du sagst, ich kann sie mir nicht merken. Du kannst nach dieser Sendung nochmal diese Sendung aufrufen in YouTube und schreib dir diese Namen auf, die dir ganz wichtig geworden sind. Dein Heiler, er ist der Heiler, er ist der Versorger, er ist der Tröster. Schreibe diese Namen auf und hänge sie dir irgendwo sichtbar in dein Umfeld, damit du sie immer wieder lesen kannst. Er ist mein Fürsprecher, er ist der, der für mich sorgt und so weiter. Und das wird dir sehr viel helfen, denn Gott hilft dir.
Die Zeit ist schon wieder um und wir bedanken uns, dass du dabei warst. Du kannst weiter dein Anliegen uns senden. Wir beten gerne für dich. Das Telefonteam ist heute noch bis 13 Uhr für dich da. Ja, und es ist bald Karfreitag. Karfreitag, 14 Uhr, ist unsere Gebetsnacht. Dieses Mal am Tag, weil so viele zu Hause sind. Schalte ein auf YouTube oder auf unserer Webseite kannst du den Stream sehen. Wir sind live da. Wir werden dort auch Gebetsanliegen annehmen und werden auch Zeugnisse hören. Und wir melden uns aus der Christuskathedrale. Und wir haben ein reichhaltiges Programm von circa 6 Stunden. Und wir wollen wirklich dich und so viele andere in die Gegenwart Gottes führen. Und in der Gegenwart Gottes ist alles, was wir brauchen. Wir freuen uns so riesig darauf. Sei wirklich dabei, Freitag um 14 Uhr. Vergiss auch nicht, uns deine Erlebnisse zu schildern und lass es uns wissen, damit wir es auch anderen wieder weiter sagen können. Auch sind wir immer dankbar, ein Feedback zu bekommen, wie dir diese Sendung gefällt. Es ist so schön, dass du heute wieder dabei warst. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute!